So, wir sind jetzt hier in REI, einem Outdoor-Shop in Albuquerque. Bin heute nach Albuquerque mit Ranger gefahren. Sie hat mich extra nach Albuquerque gebracht. Heute geht es mir auf jeden Fall wieder besser. Und hier kann ich noch so ein paar Sachen einkaufen, die ich vielleicht noch brauche, wo ich gedacht habe, okay, das wäre vielleicht noch sinnvoll oder das, was ich jetzt habe, das switche ich ein bisschen um. Und so habe ich ein bisschen was in mein Wägelchen gepackt. Und wir, es ist einfach so ein riesengroßer Outdoor-Shop hier. Es ist Wahnsinn, was es hier alles gibt. Es ist, und da hinten geht's. Das ist einfach der Hammer. Wahnsinn. Wirklich Hammer. Richtig, richtig cool. Ja, jetzt war ich in REI, das ist so ein Outdoor-Shop, und da habe ich einige Sachen bekommen, auch für den Tiger Duck, für den Janosch, habe ich neue Trekking-Poles gekauft. Dann war ich nochmal in, Sportsman Outfitter. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Art Intersport, aber das war dann eher so für Jagdbedarf und so. Allen möglichen Krimskrams. Das war schon echt cool. Und jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Ich würde mir eine Kleinigkeit essen. Es gibt zur Auswahl. Da sieht man leider auch nicht so gut. Da ist auf jeden Fall Wendy's. Da hinten ist McDonald's. Da ist Arby's. Aber ich gehe hier zu Panda. Panda Express. Weil ich möchte gerne irgendwie was Schonendes haben. Weiß nicht, so ein gekochten Reis und ein paar gekochtes, ein bisschen gekochtes Gemüse. Das tut mir, glaube ich, ganz gut. Probieren wir es mal aus. Jo, das Panda Express Chinese Kitchen war richtig gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen und verstehe auch gar nicht, warum es sowas nicht bei uns gibt. Also das ist wie McDonald's nur mit asiatisch. Schon echt cool. Also hat mir echt gut geschmeckt. Das ist Albuquerque. Albuquerque ist riesig wieder. Ähnlich wie Phoenix. Um von einem einen zum anderen Punkt zu kommen, der jetzt nicht jetzt vom einem Ortsrand zum anderen Ortsrand ist, muss ich jetzt über eine Stunde laufen. Was heißt muss? Ich kann auch mit dem Bus fahren, aber mein Greyhound kommt erst heute Abend und von daher laufe ich ein bisschen. Jo, sowas kennt man doch, ne? Aus amerikanischen Filmen. Richtig riesig, die Dinger. Das kommt bestimmt auf dem Video gar nicht so rüber. Alter, was ist das denn? Guckt euch mal den an. Alter, wie hoch ist der denn? Der ist super krank. Super krank, aber ich mag da nicht so eine riesen Felgen drauf. Alter. So. Ich war in dem Tornado Center, oder wie das hieß, in Albuquerque. Wollte ich eigentlich mir wieder eine Oakley holen, die ich verloren hatte. Aber das sind einfach so viele Kosten, die da zusammenkommen. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Meine eigene Schuld, ich weiß. Habe ich mir einfach so eine günstige Sonnenbrille gekauft. Und heute Abend fahre ich mit dem Greyhound-Bus zurück nach Grants. Ich hoffe, der ist pünktlich. Ich habe es noch nicht nachgecheckt. Aber erstmal, um an diese Station zu kommen. Ich bin gerade in Uptown von Albuquerque. Um an diese Station zu kommen, wo der Greyhound-Bus fährt, wo der, müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine, ich denke mal, ein Viertel der Fläche von Albuquerque, der Innenstadt oder was weiß ich noch entfernt, fahre ich jetzt 40 Minuten, knapp 10 Kilometer. Das ist einfach die Dimensionen sind hier einfach so riesig. Wobei ich ganz ehrlich bin, gut, ich bin jetzt hier über eine Stunde ja durch Albuquerque schon gelaufen, um von A nach B zu kommen. Da habe ich ja bestimmt nur so ein 20stel
abgedeckt, aber die Stadt besteht hauptsächlich aus Straßen mit Shops an der Seite. Also wirklich schön ist sie jetzt nicht so. Habe ich schöner gesehen. Silver City zum Beispiel war sehr, sehr schön. So, ich sitze jetzt hier gerade im Bus und der Unterschied zu den Bussen hier, zu denen bei uns ist, wenn ihr mal irgendwo aussteigen wollt, dann gibt es hier solche Kabel, die gehen hoch, gehen quasi überall entlang. Man zieht quasi einfach nur an dem Kabel und dann geht es Stoppzeichen an. Das ist hier der Unterschied. Da musst du erstmal so nachdenken, gibt es hier keine Stoppdinger zum Drücken. Und der knallt hier richtig durch. Das ist Wahnsinn. So, wieder zurück in Grants. Ich muss euch jetzt mal zeigen, das ist einfach so krass. Die Züge sind einfach unbeschreiblich lang. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten dieser Zug schon an mir vorbeirollt. Und diese Container auf den Zügen, die sind gestapelt. Das sieht man bei uns nicht. Nicht, weil wir da keinen Bock drauf hätten, sondern weil bei uns die Oberleitung natürlich stören würde. Heißt, die haben hier, fangen alle mit Diesel. Ach, jetzt ist er endlich zu Ende. Wahnsinn, also das ist so ein Wahnsinn. Ja, hier gibt es leider keinen Weg. Jetzt gehe ich einfach hier mitten über die Brücke. Hey Leute, so, heute geht es mir auf jeden Fall schon wieder deutlich besser. Ich habe eingekauft, ich habe meine Bouncebox gerade ins, ins Post Office gebracht und ich habe mir noch, die Bouncebox habe ich gesplittet, denn die Rachel hat mir damals angeboten, Sachen, die ich nicht brauche, zu ihr zu schicken. Und wenn ich dann irgendwann fertig bin, dann schickt sie mir das Päckchen zum Post Office. Weil einfach diese Kosten die Shipping-Kosten einfach hier so brutal teuer. Das gibt's einfach nicht. Du kannst gar nicht mit DHL oder so vergleichen. Weiß nicht, bei uns kostet ein Riesenpaket maximal 10 Kilo. Weiß nicht, was kostet das? 6, 7 Euro? Wie kostet das 20? Pff, Witz? Naja. Okay, und ich nutze jetzt ein bisschen noch die Zeit und mir so ein paar Dinge hier aus Grants nochmal anzugucken. Hier ist übrigens hinter mir die Route 66. Woo! Und hier gibt es noch das Mining Museum. Und ja, ich gucke mir jetzt noch ein paar Sehenswürdigkeiten an und versuche ein bisschen euch davon zu erzählen gleich. Das ist doch mal ein richtig cooles oder eine richtig coole Sache, wenn man hier ist, dann kann man mit dem Auto hier durchfahren. Grants, New Mexico. Historic Route 66. Richtig cool. Finde ich echt richtig cool. Hier sind so ein paar Bäumchen. Rasen wächst nur, wenn man den gießt. Und guckt euch mal hier richtig schön diesen alten Waggon an. 1936 ist der gebaut. Richtig cool. Der sieht nochmal richtig schön aus. Richtig nice. Ich bin jetzt gerade im Mining Museum. Ich bin jetzt unter Tage gefahren mit dem Fahrstuhl. Und es geht jetzt weiter. Richtig cool. Also ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr mal in Grant seid, ins Mining Museum. Und da müsst ihr mal unter Tage fahren. Mache ich heute so ein bisschen Kultur mit. Ich schaue mir das Ganze an. Hier in Grants, da wurde ganz viel Kohle wohl abgebaut. Und das hat mich jetzt so ein bisschen interessiert, weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da wurde ja auch Kohle abgebaut. Und deshalb habe ich mir das jetzt mal angeguckt. Also wirklich, thumbs up. Ja, und dann fahren wir jetzt wieder nach oben, müssen wir hier drücken, das Tor, so,
auf und zu machen und in den Fahrstuhl gehen. Und der Fahrstuhl ist sogar von Thyssen. Ja, das Mining Museum, und da steht hier auch Go Underground, und das waren wir ja gerade. Also es war echt richtig cool, richtig schön gemacht. Und hier in Grants wurde eigentlich hauptsächlich nur Kohle abgebaut, und das liegt wohl nicht daran, dass da hinten die ganzen Lavafelder sind. Und die Kohle, die wurde quasi from the top oder von der Seite quasi abgebaut. Also wir sind nicht quasi in die Erde tief reingefahren. Eher wahrscheinlich so wie bei uns in der Region Ruhrgebiet, Hohensieburg, Hengstersee. Da waren ja auch ganz früher oder früher auch mal diese alten Bergbaustollen. Und mein Trauzeuge, der Daniel, der restauriert sogar diese Stollen ehrenamtlich, und da müsst ihr jetzt alle mal einen Daumen hoch geben. Also was der auch macht, das ist schon echt krass, also und cool. Und schaut euch mal das hier an, so ein kleiner Förderturm. So, hier kann man das sehen, ich muss mal immer ganz kurz die Kamera schwenken. Ich mach das mal ein bisschen schupp, so. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Na? Also hier nochmal ganz liebe Grüße an den Daniel und an die Manu. Und jo, gucken wir uns das mal hier weiter an. Ist ganz cool gemacht hier. Jo, auch so ein richtig schönes Monument von der Route 66. Dahinter können die Kiddies spielen. So ein kleiner Park, Riverwalk Park nennt er sich. Und es fließt wirklich sogar so ein ganz kleiner Bach oder was das ich nicht, was das da ist, da quasi da hinten runter. Fließt da durch. Ja, und das war es eigentlich schon sozusagen von der kulturellen Seite hier in Grants an der No Parking Between Signs. Quatsch, das war ein Witz. Historic New Mexico Route. Ist das mal ein geiler Buggy? Ist der mal geil? Okay, so ein Spielzeug bräuchte ich auch noch für zu Hause. Mit so einem Auspuff. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Guck dir mal den Längslenker an. Mega. Geil. Ich bin gespannt, wie viel PS der hat. Guck dir mal den hier an. Ich meine, ich habe ja schon viele Polaris-Buggies gesehen, aber noch nicht so einen hohen. Alter! Ist der mal heavy. Richtig, richtig geil. Wow. Oh, und der hier. Richtig, richtig nice. Schon ein richtig cooles Ding. So, dann wollen wir heute mal mexikanisch zu Abend essen. Ich habe mich mal hier für dieses unscheinbare oder zumindest von außen unscheinbare El Cafequito entschieden. Und laut Yelp eigentlich sehr gute Kommentare. Und hier ist auch, ja, eigentlich ganz gut besucht, denke ich. Lass mich mal überraschen. Ich freue mich. Gehen wir mal aus dem Restaurant raus, war übrigens sehr, sehr gut. Und was sehen wir als allererstes? Einen richtig dicken, fetten Auspuff. Ist der mal fett? Ja, ja. So geil. Und dann schön noch hier zur Fußgängerseite raus. Und dann Handicap Parking only. Jawollo. Gib ihm. So, okay, ich habe es jetzt rausbekommen, wie man bei dem iPhone eine Bildschirmaufnahme macht mit Mikrofon. Und es kam ein Wunsch von dem Jockel, ich sollte mal zeigen, wo ich genau bin.
Und dann fangen wir mal an, da wo ich wirklich genau bin, nicht hier in Europa, sondern wir fliegen mal ganz schnell über den großen Teich und zwar rüber nach Amerika. Und der Trail, der verläuft quasi hier durch New Mexico. Mein blauer Punkt, der blaue Punkt ist quasi mein Standort. Geht dann ein Bundesstaat weiter höher durch Colorado, dann durch Wyoming und durch Montana. Und wir haben quasi schon folgende Route abgegrast. Und zwar in diesem kleinen Eck hier. Da sind wir gestartet. Da ist irgendwo, vielleicht kommt es noch. Na, kommt glaube ich nicht. Hat er hier nicht drin. Da sind wir gestartet, sind am Big Hatchet Mountain vorbeigelaufen, hoch Richtung Lordsburg. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann erkennen kann. Da! Hoch Richtung Lordsburg, von Lordsburg aus nach Silver City. Von Silver City nördlich aus durch den Gila River. Wird übrigens Gila geschrieben. Und dann weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Irgendwann kommt Pytown. Ja, und bis Pytown bin ich gelaufen. Kurz davor hat es mich ja erwischt. Und dann wurde ich freundlicherweise von Pytown aus bis nach Grants gefahren. Und da sind wir jetzt quasi, ich mache es nochmal ein bisschen größer. Von Grants bin ich aus quasi nach Albuquerque einmal gehitcht. Mit dem Greyhound irgendwann kurz vor Mitternacht zurückgefahren. War dann 1 Uhr nachts hier wieder in Grants. Und morgen möchte ich gerne, ich weiß nicht, ob ich es genau schaffe, aber auf den Mount Taylor hoch. Ja, genau, ich freue mich eigentlich schon. Und dann das nächste Ziel ist dann Cuba mit C geschrieben. Und von Cuba aus geht es weiter nach Chama und dann haben wir quasi schon New Mexico fast abgegrast. Was jetzt hier eben mal eben so schnell mit ein paar Klicks oder ein paar Auf- und Zuziehen aussieht, das dauert natürlich ein bisschen länger, aber das ist New Mexico und ich werde dann euch nochmal genauer die Route vielleicht zeigen an dem Tag und das werden wir dann hoch abgrasen. Jo, alles klar, hat hoffentlich funktioniert.